Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Heute zusammen mit dem Elias. Genau, ich wollte jetzt wieder umziehen und euch dann noch sein Outfit zeigen. Viel Spaß dabei! So, und los geht's in dem Fall. Er hat jetzt aktuell diesen süßen Strampler an. Den habe ich selber genäht und ich bin mächtig stolz darauf. Also unten ist er richtig gut geworden. Auch hier im Schritt, so dieses, wie heißt dieses Ding, hieß Zwickel. Quasi die Vergrößerung für die Windel. Ich zeige euch auch noch kurz den Body, wie er, den Strampelanzug, oder? Weiß nicht, hier heißt er, glaube ich, hier heißt er Strampler ohne Fuß, Stars and Stripes, so soll der aussehen. Genau, ich finde, er ist mir ganz gut gelungen. Was mir noch nicht so gut gelungen ist, ist das hier oben. Das ist unterschiedlich breit und auf der Seite habe ich es versehentlich falsch, also andersrum, aber ihr seht das kaum, ne? Da eben nicht exakt breit genug und hier eben gerade andersrum. Das sind eben die Knöpfe andersrum. Stört jetzt nicht so sehr, aber wenn man jetzt ganz perfekt ist, so wie ich, dann ist das etwas schwierig. Was mich auch ein bisschen stört, die Druckknöpfe gehen immer recht schwer auf. Ich habe Angst, sie rauszureißen. Aber ein Trick, steckt den Fingernagel zwischen die Druckknöpfe, dann sind sie ganz schnell auf. Der übt keinerlei Druck auf den Stoff aus. Jetzt ziehe ich ihn noch aus und zeige ihn euch. Also so sieht er von innen aus. Ich nähe quasi einmal hier und dann einmal noch ab, dass es nicht fusselt. Jetzt drehe ich ihn um. So. So. So sieht er aus. Der ist süß. Die Farben finde ich so toll. Genau, hier ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Hier oben. Seht ihr das? Sieht mal bitte Handy. Jetzt seht ihr es. Da ist nicht akkurat, aber sonst ist echt gut. Finde ich. Und hier ist noch eine Welle drin. Ja, eben. Da ist zum Beispiel relativ, der ist sehr gut geworden, finde ich. Und dann eben oben, finde ich, das habe ich nicht so ganz gut hinbekommen. Aber gut. Ich denke, zufriedenstellend für das, dass es Schwierigkeitsgrad 2 war. Ich probiere es einfach nochmal. So wie bei dem Pulli, dann geht es schon besser. Genau. Dann wollen wir ihn mal jetzt dieses hier ausziehen. Da müssen wir oben den Knopf aufmachen. Ich mache aber nicht alle auf, oder? Doch, noch einen. Zwei machen wir auf. Genau. Dann ziehen wir ihn gleich mal um. Und weiter geht's dann mal, ne? Wir sind unterbrochen worden hier. Gibt's auch mal, ne? Größe ist denn der, muss man mal schauen, der ist ein bisschen eng, aber wahrscheinlich nur, wobei der ist Größe 62, das ist interessant. Der hier in 62 ist viel größer. Naja. Ah, der ist zum Wickeln, genau. Diesen blauen, ich denke, den kennt ihr. Ich finde den so cool. Ich war letztens im H&M, da gab es diese blaue in so hell, aber die waren die wieder mal zu teuer. Ich möchte einfach nicht so viel Geld ausgeben für Klamotten, weil sie so viel haben. Und ich mir ja überlege, nochmal eine anzuschaffen. Und genau. Aber diesmal ein Reborn wieder. Mal schauen. Aber wahrscheinlich wird das erst erschwiege. Ich konnte jetzt ja leider nicht auch nach Münster,
Das wäre viel zu weit weg gewesen und meine Geschwister hatten Geburtstag und hat man eben noch nachgefeiert und lauter so Dinge. Ich denke, viele von euch kennen so etwas. Manchmal klappt es nicht so, wie man möchte. Ich liebe diesen Body, der ist toll. Der ist so schön weich. Also, er kriegt jetzt eine Strumpfhose an. Ich habe nicht die Strumpfhose gewaschen. Die wollte ich ihm unbedingt mal wieder anziehen. Die ist H&M 50, 56. Die haben meine Geschwister noch getragen. Ich weiß nicht, ob die ich auch noch getragen habe. Aber. Jo. Ich getragen. Ja, genau. Da überlege ich mir eben, meine Sammlung noch etwas zu erweitern. Mal gespannt, ob das funktioniert, wie ich das mir wünsche. Dazu ziehe ich mir jetzt diesen H&M. Hi, heute bin ich komplett H&M, ne? Größe 62, diesen Pulli drüber. Größe 62 passt ihm manchmal irgendwie besser. Es ist einfach ein bisschen lockerer. Sitzt lockerer. Es gefällt mir. Die sind ja schwierig zum Reinmachen. Okay, ein Teil nimmt das Ganze jetzt raus von H&M. Aber das finde ich nicht schlimm. Das ist diese Mütze. Die kommt ja von Carter's. Die habe ich ja mal bestellt, wo ich die. Wie heißt es? Und die Wörter eigentlich einfach, wo ich die Bodies für den Tyler bestellt habe, weil er keine hatte. Ich habe auch keine gefunden habe. Sie nicht süß? Ich finde, ihm stehen die voll. Weil er hat, glaube ich, so ganz dunkelblaue Augen. Sie sehen ja quasi fast schwarz aus. Das finde ich toll. Perfekt. Dann werden wir gerichtet. So, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.